Was passiert am Ende der Zeit? Es gibt viele Theorien, wie das Universum einmal enden könnte. Da gibt es die Theorie vom Big Rip, die immer schnellere und stärkere Expansion durch dunkle Energie des Universums wird irgendwann alle Materie in Stücke reißen, bis selbst Protonen und Elektronen keine stabilen Atome mehr bilden können. Dann ist da der Big Freeze. Das Universum dehnt sich zu einem immer größeren und kälteren Ort aus. Wenn alle Sterne verblassen, es immer dunkler und kälter wird und schließlich mit der Entropie alles zum Stillstand kommt, dann ist das auch das Ende und der Tod des Universums. Der Big Crunch besagt, dass die Expansion irgendwann stoppt, die Schwerkraft wieder Überhand gewinnt und alle Materie und Energie zu einem Punkt zusammenpresst und einen neuen Urknall erzeugen wird. Es ist unmöglich, dies zu beweisen. Noch wird von uns jemals jemand live dabei sein. Aber mir stellt sich die Frage, was passiert mit der Zeit? Ab einem gewissen Punkt, wenn es kein Leben mit einem Bewusstsein mehr gibt, wird auch die Zeit bedeutungslos, wenn nichts und niemand mehr da ist, um sie wahrzunehmen. Gibt es somit die Ewigkeit? Was wir über die Auswirkungen von Schwerkraft auf die Zeit an sich wissen, ist, dass große Massen, in diesem Fall ein schwarzes Loch, die Zeit dehnen, sie verlangsamen und den Zeitfluss manipulieren können. Ab dem Zeitpunkt, wo die letzten Sterne verglüht sind und die Anzahl schwarzer Löcher zunimmt und sich Galaxien in sogenannte Zombie-Galaxien verwandeln, nimmt dann nicht auch der Einfluss der Gravitationskräfte und deren Einfluss auf die Zeit selbst die Wahrscheinlichkeit zu, dass die Zeit selbst in immer größeren Regionen des Universums langsamer verläuft? Kann die Natur selbst die Zeit manipulieren? Ist das Universum eine Art Zeitmaschine, um am Ende sich selbst zu retten? Es gibt da eine Science-Fiction-Geschichte, wo als Quintessenz am Schluss herauskommt, dass der Zeitreisende sein eigener Vater ist. Er reist in die Vergangenheit, verliert sein Gedächtnis, lernt seine Frau kennen, diese Frau bekommt ein Kind, er vererbt seine Zeitmaschine an seinen Sohn, der Sohn reist in die Vergangenheit und das Ganze fängt wieder von vorne an. Ist so etwas eigentlich möglich? Naja, ihr würdet jetzt sagen, nein, natürlich nicht. Zeitreisen sind ja auch nicht wirklich möglich, zumindest nicht in die Vergangenheit, so wenn man es in der Science Fiction sieht. Aber die Natur bringt die seltsamsten Dinge zustande. Und das Universum ist ja da, sonst wären wir ja nicht da. Also kann die Natur selbst die Zeit manipulieren, um am Ende sich selbst zu retten und somit sein eigener Schöpfer zu werden? Meine Überlegung: In der Ära der schwarzen Löcher verschmelzen immer mehr von diesen Monstern. Ihre Gravitationskräfte dehnen die Zeit, das Zeitgefüge. Der Zeitfluss im gesamten Universum wird immer mehr und mehr verlangsamt, mit der Folge, dass die dunkle Energie an Einfluss verliert, die Schwerkraft wieder dominiert und sich das Universum wieder zu einem neuen Urknall zusammenpresst. Vielleicht kehrt sich die Zeit selbst aber auch um und die Uhr läuft ab einem gewissen Punkt einfach rückwärts und alles fängt wieder von vorne an. Natürlich gibt jetzt diese Idee keinerlei Antwort auf die eigentliche Frage nach dem Ursprung des Universums. Wann hat dieser Zyklus dann angefangen und warum, wenn es ein Zyklus ist? Es gibt ja Forscher, die gehen davon aus, es gibt vielleicht mehrere Universen und unser Universum ist einmalig. Aber sagen wir mal, es ist einmalig und es gibt keine anderen Universen. Erschafft es sich selbst, wenn es einen Zyklus gibt? Wann hat dieser angefangen? Woher kommt all die Energie? Warum ist es genauso viel? Vielleicht ist diese Frage völlig irrelevant. Die Frage vor allem nach dem Davor, weil es kein Davor gibt. Und wenn die Zeit doch am Ende bedeutungslos wird, weil niemand mehr da ist, um sie wahrzunehmen, also praktisch am Ende der Zeit, dann gibt es vielleicht gar kein Ende, sondern nur ein Für immer?
Schreibt mal eure Theorien in die Kommentare. Habt ihr euch auch schon Gedanken darüber gemacht? Wenn ja, würde mich interessieren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Teilt dieses Video mit allen, die sich auch dafür interessieren oder wo ihr glaubt, die würden sich dafür interessieren. Wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Bleibt neugierig, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.